Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag um. Aus dem wichtigsten Buch ist das spiegelverkehrt? Nein. Um aus dem wichtigsten Buch, Dankeschön, des Krishna-Bewusstseins zu lesen, gemeinsam Vers für Vers, Absatz für Absatz. Das Srimad Bhagavatam neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Schriften in der Gaudiya Vaishnava Tradition. Und wir wollen uns heute mit zwei Dingen beschäftigen. Einmal wollen wir schauen, wie es im Srimad Bhagavatam weitergeht. Wir sind im 15. Kapitel des ersten Kantos und behandeln heute Vers 13 und wollen uns ein bisschen mit Arjuna und seiner von Krishna zur Verfügung gestellten Macht beschäftigen. Unter anderem ist da von seinem gefeierten Bogen die Rede. Er hat einen Bogen, mit dem er Pfeil abschießt, Pfeile. Und dieser Bogen ist eine ganz besondere Waffe. Wer diesen Bogen hat und damit auch noch umgehen kann, der kann es sogar mit Halbgöttern aufnehmen. Und dann die zweite Sache, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wir haben nämlich nachgezählt und wir haben noch genau 4 Tage den Kartik-Monat. Wir wollen uns heute mal mit dem, wie nennt sich das, Damodar Ashtaka oder Damodar Lila befassen und wollen uns heute mal das wunderschöne und sehr berühmte Lied Shri Shri Damodar Ashtaka vornehmen. Und bevor wir das aber tun, und falls ihr zum ersten Mal hier einschaltet, keine Sorge, es ist bestimmt auch mit Sicherheit auch was für euch dabei, vielleicht sogar ganz viel. Abonniert schon mal diesen Kanal, damit ihr regelmäßig immer wieder diese transzendentale Netflix-Serie mitverfolgen könnt, wo es nie langweilig wird, sondern von Folge zu Folge immer spannender und faszinierender. Und bevor wir starten, chanten wir mit ein paar glückverheißenden Mantras. Om Magyana Timirandasya Gyanangana Shalakaya Shakshu Ummilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tatoyayam Udirayet. Bevor man diese Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashtaprayesh Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und alle zusammen, 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir schauen uns den heutigen Vers mal genauer an. Ich zitiere mal das Sanskrit.
Tatraivame viharato bujadanda yukmang gandiva lakshanamarati vadhaya devaha sindra shrita yat anubhavitam ajamidha tenaham atyamushita purushena bhumna. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung? Tatra. Auf diesem himmlischen Planeten. Eva. Gewiss. Me. Mich. Viharataha. Während ich als Gast blieb. Bhujadanda Yukmam. Meine beiden Arme. Gandiva. Der Bogen namens Gandiva. Lakshanam. Zeichen. Arati. Ein Dämon namens Nivatakavacha. Vadaya. Um zu töten. Devaha. Alle Halbgötter. Sa. Zusammen mit Indraha. Der himmlische König Indra. Shritaha. Zuflucht gesucht bei Yat. Durch dessen Anubhavitam. Ermöglichte es, mächtig zu sein. Ajamidha. O Abkömmling des Königs Ajamidha. Ena. Durch ihn. Aham. Ich. Adya. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Mushitaha. Beraubt. Purushena. Der Persönlichkeit. Bhumna. Der Höchsten. Übersetzung von Srila Prabhupada. Als ich einige Tage als Gast auf den himmlischen Planeten verweilte, suchten alle Halbgötter des Himmels, auch König Indradeva, bei meinen Armen Zuflucht, die den Gandiva-Bogen trugen, auf dass ich den Dämon mit Namen Nivatakavacha tötete. O König, Abkömmling des Ajamidha, jetzt bin ich der höchsten Persönlichkeit Gottes beraubt, durch dessen Einfluss ich so mächtig war. Erläuterung seiner göttlichen Gnade Srila Prabhupada. Die Halbgötter des Himmels sind zweifellos intelligenter, mächtiger und von schönerem Äußeren als wir. Und doch mussten sie Arjuna um Hilfe bitten, denn er besaß den Gandiva-Bogen, der durch Sri Krishnas Gnade mit besonderer Macht versehen war. Der Herr ist allmächtig und durch seine Gnade kann auch sein reiner Geweihter so stark sein, wie er es wünscht, und dem sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn der höchste Herr die Macht zurückzieht, die er jemandem gegeben hat, dann wird dieser durch den Willen des Herrn machtlos. Hare Krishna. Danke. Und wir hören noch mal den Vers auf Deutsch. Als ich einige Tage als Gast auf den himmlischen Planeten verweilte, suchten alle Halbgötter des Himmels, auch König Indradeva, bei meinen Armen Zuflucht, die den Gandiva-Bogen trugen, auf dass ich den Dämon mit Namen Nivatakavacha tötete. O König, Abkömmling des Ajamidha, jetzt bin ich der höchsten Persönlichkeit Gottes beraubt, durch dessen Einfluss ich so mächtig war. Ja, vielen Dank. Und wir wollen uns nur kurz mit diesem Vers beschäftigen und das einfach mal alles so annehmen, was hier gesagt wird, ohne jetzt in die Details zu gehen. Da müssten wir tief in das Mahabharata eindringen und die Seiten aufschlagen. Können wir mal bei einem anderen Anlass mal auch tun. Aber was wir hier erfahren, ist, dass eben auf den himmlischen Planeten Arjuna war dort zu Gast, obwohl er eigentlich vom materiellen Standpunkt ein Erdbewohner war. Aber was viele nicht wussten, sein Vater war tatsächlich der Himmelskönig Indra. Das hatten wir in einer letzten Episode auch besprochen. Seine Mutter, die Mutter von Arjuna, nämlich Kunti, sie hatte einen Mantra vom Sonnengott bekommen in ihrer
Jugend und konnte mit diesem Mantra jeden beliebigen Halbgott herbeirufen. Und so später dann, als sie eine Familie gründen wollte, zusammen mit ihrem Mann Pandu, der aber nicht zeugungsunfähig war, kann man nicht sagen, aber er war verflucht worden. Das ist wieder eine Geschichte für sich. Er war verflucht worden, dass sobald er ja den Geschlechtsakt vollziehen soll, wollte, dass er dann sterben wird. Und deshalb beschloss König Pandu, ein Leben der Enthaltsamkeit zu führen, was man, glaube ich, gut verstehen kann. So, aber trotzdem erfuhr er von diesem Geheimnis, das Kunti hatte, und sagte, das ist doch prima, dann können wir doch trotzdem, obwohl ich eigentlich keine Kinder wirklich zeugen kann, vielleicht, ich weiß nicht, nein, er konnte keine Kinder zeugen, er würde kurz vor der Zeugung, vor dem Zeugungsakt sterben, dann können wir trotzdem eine Familie gründen. Du rufst einfach einen Halbgott und ich adoptiere dann sozusagen als Stiefvater das Kind. Und das wurde dann auch gemacht. Und so hatte Arjuna streng gesehen zwei Väter. Ein Vater, der ihn sozusagen großzog, den sollte man ja auch in Ehren behalten, nämlich Pandu war sein offizieller Vater. Und er hatte eben den Himmelskönig persönlich, Indra, als auch seinen Vater. So war sein Körper, wenn man das jetzt mal ganz genau nimmt, sein Körper war zur Hälfte irdisch und zur anderen Hälfte auf Englisch oder auf Latein oder Griechisch celestial. Also Terra, es gibt Terra, das ist die Erde, und dann gibt es den himmlischen Bereich, celestial. So war sein halber Körper sozusagen himmlisch. Und deshalb, das ist wohl eine Antwort, warum er dann fähig war, dorthin zu reisen. Und wie wir hier erfahren, hatte er auch einen mächtigen Bogen. Er war von Natur aus und durch viel Übung, muss man sagen, ein sehr talentierter, begnadeter Bogenschütze. Man sagt, er war der beste Bogenschütze auf der Erde. Und dann hatte er noch diesen Gandiva-Bogen geschenkt bekommen. Das ist auch eine Geschichte, auf die werden wir noch mal tiefer später zurückkommen. Und so baten ihn die Halbgötter, sie zu unterstützen gegen den Kampf, den sie immer wieder mal führen mussten gegen die Asuras. Und da war er, wie er hier sagt, sehr erfolgreich. Durch die Barmherzigkeit Krishnas konnte er dort erfolgreich sein. Und er macht hier aber auch schon eine Deutung, Hindeutung dahin, dass sobald wir mögen die mächtigsten Waffen haben, die größten Talente besitzen, aber wenn am Ende Krishna seine Erlaubnis nicht dafür gibt, dann verschwindet in einem Moment verschwinden alle unsere Mächte und Kräfte. Und so ist es dann auch später passiert. Das werden wir in den nächsten Versen auch erfahren, wie Arjuna dann davon berichtet, plötzlich war alles weg. Obwohl alle dachten, ich bin der mächtige Arjuna mit dem mächtigen Bogen. Und dann in einer Sekunde merkte ich, dass ich keine Macht mehr hatte, weil ich nicht mehr von Krishna empowered war. Ja, das sind von meiner Seite zu diesem Vers ein paar Gedanken. Falls ihr da auch noch den ein oder anderen Punkt habt, können wir das gerne nochmal hier mit reinbringen. Anandita Ramas Hand sehe ich hier. Hare Krishna, ja, vielen Dank. Ich musste, während du erzählt hast und ich den Vers gelesen habe, nochmal, muss ich an viele Sankirtana-Geschichten denken, wenn die
Sankirtana Devotees auf, also auf Buchverteilung gehen und denken, haben sie oft gesagt, also sehr viele, wenn sie denken, ah ja, das schaffe ich, das hat gestern so klasse geklappt und so weiter, dann läuft gar nichts. Nur wenn sie sich dann wirklich komplett auf Krishna verlassen und gesagt haben, okay, es komme, was es wolle, ich nehme alles an, ich akzeptiere alles, dann gab es wirklich Wunder. Und das ist ja auch diese Kraft, ne, die von Krishna dann entweder entzogen wird, wenn jemand zu stolz wird, oder dann eben gegeben wird, wenn jemand sich völlig hingegeben hat. Genau, absolut. Also bei der Buchverteilung kann man das hautnah erfahren, wo du das gerade sagst. Ich hatte viele solcher Momente, wo ich genau diese Erfahrung machen musste. Es war nicht immer angenehm. Es kann ekstatisch sein, wenn man plötzlich merkt, wow, ich darf hier Sachen machen, die sind eigentlich unmöglich. Und gleichzeitig ist es dann auch sehr ernüchternd und demütigend, wenn du plötzlich merkst, hey, das, was gestern geklappt hat, klappt heute überhaupt nicht. Also nur ganz kurz, um das zu bestätigen. Ich hatte mal Bücher in Bonn verteilt, Bonn. Und es lief richtig gut. Ich war dort mit Adishesha zusammen, Adishesha Prabhu. Und ich hatte da also sehr gut verteilt, so viele Bücher, wie ich das selten geschafft habe. Und dann sagte mir Adishesha, ach, dann bleiben wir doch einfach morgen auch in Bonn. Jetzt sind wir schon mal hier, wir haben auch einen guten Übernachtungsplatz. Und ich dachte so, ja, dann geht das morgen genauso weiter. Und mit dieser Einstellung bin ich dann auch morgens dann rausgegangen. Ja, was ich gestern geschafft habe, das schaffe ich heute auch, weil ihr habt es ja gestern gesehen, was ich so alles kann. Ja, und wie das die Anandita Rama eben schon gesagt hat, da lief gar nichts an dem Tag. Da lief ich herum wie ein begossener Pudel und kriegte von jedem eine Abweisung und hatte dann am Ende da irgendwie ein paar Büchlein herausgequetscht. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, wir hören diesen Vers nachher. Da sagt Arjuna, ich verstehe nicht, wieso ich diese Prinzessinnen, diese Königinnen nicht beschützen konnte. Ich war derselbe Arjuna. Ich hatte denselben Gandiva-Bogen. Wie kann das sein? Ah, ich verstehe, weil ich von Krishna nicht ermächtigt war. Und so ging es mir auch. Und ich kenne viele Devotis, die dann auch diesen Vers zitieren. Ich bin derselbe Paramshreya. Es ist dieselbe Stadt Bonn. Es laufen mehr oder weniger dieselben Leute hier herum. Es ist dieselbe Straßenbahn, die an mir vorbeifährt. Ja, so. Also für alle, die diese Erfahrung machen möchten, sie kann wehtun, aber sie ist sehr wichtig, dass wir sie an einem Punkt unseres Lebens mal tief gemacht haben. Das kann für unser Krishna-Bewusstsein sehr, sehr wichtig und förderlich sein. Ja. Prima. Ich schaue hier noch mal kurz ins Chatfenster. Was ist mit Durvasa Muni genau passiert? Durvasa Muni Surya war erschienen, als sie den Mantra ausprobierte. Er ist der Vater von Karna. Genau, der Sonnengott ist der Vater von Karna. Und das wusste selbst Karna nicht. Das wusste nur Kunti. Das ist wieder eine eigene Geschichte. Es juckt in den Fingern, aber wir erzählen die ein anderes Mal. Es ging einfach um das Mantra. Das hat sie ja von Durvasa Muni bekommen, oder? Richtig. Und daraufhin ist der Sonnengott dann erschienen, als sie es ausprobiert hat. Genau. 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 Gut. Prima. Dann würde ich sagen, wir wollen, vielleicht
kann jemand ein schönes Bild von Damodar mal raussuchen, dann können wir das in den nächsten Minuten mal einblenden. Wir wollen nämlich heute, weil wir noch 4 Tage den Kartik-Monat haben und noch gar nicht im MTB so richtig auf diesen Monat eingegangen sind, wollen wir heute mal einen Blick in das Mysterium des Damodara Masas, wie das auf Sanskrit heißt, des Kartik-Monats mal hineinwerfen. Und da haben wir uns heute vorgenommen, uns das Damodar-Ashtaka-Lied mal anzugucken. Das sind 8 Verse, die ein großer Gottgeweihter verfasst hat. Ich lese euch mal ganz kurz das. Vielleicht machst du noch mal kurz zurück. Und du kannst aber, habt ihr ein Bild mal von Damodar? Genau, das ist doch schön, vielen Dank. Also dieses Lied, was wir gleich hören, das wurde ursprünglich von einem großen Weisen verfasst. Ich lese euch mal die Präsentation von Rajavidya Prabhu vor. Diese Gebete an Sri Damodara, das ist der kleine Krishna, den wir hier auf dem Bild sehen, stammen aus dem Padma Purana, wo sie von den Weisen Satyavrata Muni in einem Gespräch mit Narada Muni und Shaunaka Rishi vorgetragen werden. Also ein schon sehr altes Lied. Im Monat Kartik, in Klammern Oktober, November, singen die Gottgeweihten im Tempel dieses Lied jeweils während der Mangala Arti am Morgen und während der Gaura Arti am Abend. Dazu bringen sie den tanzenden Thalenbildgestalten Ghee-Lampen dar. Das sind so kleine Kerzen, die man aus Butter, Fett, aus Ghee vorher vorbereitet hat. Ist nicht, gar nicht so schwierig. Kann man so mit Watte, kann man die recht schnell herstellen. Und wir wollen uns dieses Lied jetzt mal anschauen, wie ihr hier auf dem Bild seht. Nur mal ganz kurz. Mutter, das ist die Mutter Yashoda und sie versucht ihren Sohn Krishna, also die höchste Persönlichkeit Gottes, die ihr Sohn spielt, es ist ein Spiel, aber irgendwie auch echt, also Krishna sieht seine Mutter wirklich als seine Mutter an und umgekehrt. Also es ist eine göttliche Yoga-Illusion, aber sie ist göttlich, sie ist echt. Und warum das hier so passiert ist, warum Yashoda ihren Sohn versucht einzufangen, er hat nämlich was angestellt, das erfahren wir jetzt in diesem Lied. Und ich habe meine Ukulele, wir hatten das so gedacht, ich singe einfach ganz kurz mal den Vers auf Sanskrit. Und dann haben wir ein Vorleseteam. Kennen wir noch die Reihenfolge? Habt ihr die alle auf dem Schirm? Okay, sonst sagt Bescheid, dann können wir das noch kurz besprechen. Und ich gucke mal, ich drücke auf den Musiker-Button. Lass mich schauen, ob ich den finde. Hört ihr meine Ukulele? Okay. Namami Shwaram Sachit Anandarupam. Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyolukalatavamanam Param Rishtam Atyanta Todrutya Gopya. Ich erweise meine demütigen Ehrerbietungen dem höchsten Herrn Sri Damodar, dessen Gestalt die Verkörperung ewiger Existenz, ewigen Wissens und ewiger Glückseligkeit ist und dessen glitzernde, haifischförmige Ohrringe hin und her baumeln. Im göttlichen Reich von Gokula leuchtet er auf wundervolle Weise. Und aus Angst vor Mutter Yashoda rennt er von dem hölzernen Mörser weg, wird jedoch von seiner Mutter, die ihm mit großer Geschwindigkeit hinterherläuft, von hinten her eingefangen. Rudantam Mohur Netra Yukmam Rijantam
Karambocha Yukmina Shatanka Netram Muhu Shvasa Kampatri Rekanka Kanta Stita Greiva Damodarang Bhakti Badham. Mikrofone sind an. Clemens, ich glaube, dein Mikro musst du noch einschalten. Okay. Sobald er den Schlagstock in den Händen seiner Mutter sieht, beginnt er zu weinen und reibt mit seinen beiden Lotushändchen immer wieder in den Augen. Diese seiner Augen sind voller Angst und weil er aufgrund seines Weinens heftig atmet, klimpert die Perlenkette um seinen Hals, die er wie ein Muschelhorn mit drei Linien gezeichnet ist. Diesem höchsten Herrn Sri Damodar, dessen Körper nicht von Stricken, sondern einzig von der reinen Liebe seiner Mutter gebunden werden konnte, erweise ich meine demütigen Ehrerbietung. Iti Drikswalila Virananda Kunde Swagoshami Majantam Akyapayantam Tadi Yeshitageshu Bhaktai Jitatvam Puna prema tastang shata vritti vande. Durch derartige Kindheitsspiele taucht er die Einwohner von Gokula in einen Ozean der Glückseligkeit und er offenbart jenen Gottgeweihten, die Wissen über seine Oberherrschaft und seine Reichtümer besitzen, dass er sich ausschließlich von solchen Geweihten bezwingen lässt, deren reine Liebe äußerst vertraulich und vollkommen frei von Gefühlen der Ehrfurcht und Hochachtung ist. In großer Liebe erweise ich diesem Sri Damodara hunderte und aberhunderte von Malen immer wieder meine Ehrerbietungen. Varam Deva Mokshang Na Mokshang Vadim Va Nachanyam Vrineham Vareshatapiha Irang Teva Purnata Gopala Balam Sada Me Manasya Virastam Kinanyai. Oh mein Herr, obwohl du imstande bist, alle nur erdenklichen Segnungen zu erteilen, bete ich nicht zu dir, um die Segnungen der unpersönlichen Befreiung zu erlangen. Auch wünsche ich mir nicht ein Leben auf den Vaikuntha-Planeten oder irgendetwas anderes. O mein Herr, ich habe einzig und allein den Wunsch, dass sich diese, deine Form als Balagopal von Vrindavan ewiglich in meinem Herzen niederlassen werde. Denn was hat für mich irgendeine andere Segnung außer dieser für einen Nutzen? Idang te mukambo jam atyanta nilai Vritam kuntalais niktai raktaischa gopya Muhush chumbitam bimba raktadarang me Manasya virastam alang lakshalabhai. O Herr, dein Lotusantlitz, das von den wundervollen Locken deines weichen Haares umspielt wird, welche eine Spur von Rot aufweisen, wird von Mutter Yashoda immer und immer wieder geküsst. Auch deine Lippen besitzen eine rötliche Farbe, genau wie die Bimba-Frucht. Möge dieses herrliche Bild deines Lotusgesichtes immer in meinem Herzen wohnen. Tausende und Abertausende von sonstigen Errungenschaften werden alsdann für mich völlig wertlos werden. Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Prasida Prabodhuka Jalapti Magnam Kripa Trishti Vrishchati Dinam Vatanu Grihaneshamam Akyam Medyakshi Drishya. Mikrofon ist hoffentlich an. Bin ich jetzt wieder dran? Ich bin gerade... Oder? Ja, ich glaube ja. Ne? Okay. O höchste Persönlichkeit Gottes, ich erweise dir meine Ehrerbietungen. O Damodara, O Ananta,
O Vishnu, O Meister, O mein Herr, bitte sei mir gnädig, indem du deinen barmherzigen Blick auf mich richtest. Befreie bitte diesen armen, unwissenden Narr, der in den Ozean weltlicher Sorgen gefallen ist, und offenbare dich bitte mit meinen Augen. Kuverat majaubadamujaivayatvat Taya mochitau bhakti bajau kritaucha Tata prema bhaktim svakame prayacha Namokshe grahomesti damodareha. O Sri Damodar, O Sri Damodar, genau wie die beiden Söhne Kuveras, Manigriva und Nalakuvara, vom Fluch Narada Munis befreit und von dir in deiner Form als Damodara, der mit einem Strick an den hölzernen Mörser gebunden war, zu Gott geweiht gemacht wurden, so verleihe bitte auch mir deine eigene Prema Bhakti. Das ist es, wonach ich mich sehne und nicht nach irgendeiner Art der Befreiung. Okay. Namaste studam nespurat. Moment, nochmal. Namaste studam nespuratiptidamne. Tvario darayata vishvasya damne. Namo radikayai tvariyai priyayai. Namo nantalilaya devaya tubhyam. O Sri Damodara, lass mich zuerst dem strahlend leuchtenden Gürtel, der dich um den Bauch bindet, meine Ehrerbietungen erweisen. Dann will ich meine Ehrerbietungen deinem transzendentalen Bauch erweisen, der der Ruheort des gesamten Universums ist. Ich verbeuge mich auch in aller Demut vor deiner geliebten Srimati Radharani und erweise schließlich dir, dem höchsten Herrn, der unbegrenzt viele Spiele offenbart, meine demütigen Ehrerbietungen. Jai, Shri Shri Radha Damodar Ki Jai. Und da waren noch so Bilder darunter. Kann man auf die noch draufklicken und die werden dann vielleicht größer? Saraswati, hattest du das eingeblendet eben? Wollen wir das mal noch mal kurz probieren? Okay. Da waren unter dem Lied, also das ist auch toll. Ah. Da waren denn diese, sind das diese Bilder? Auf jeden Fall, hier wird auch sehr ja, schön genau, gezeigt. Das sind diese Bilder. Ne? Das hier sehen wir Mutter Yashoda mit dem Stock. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen. Krishna wurde nicht mit einem Stock verprügelt, aber Yashoda hat ihm den Stock gezeigt. Das kennen wir vielleicht aus unserer Kindheit. Manchmal hat die Mutter gesagt, also gleich donnert es. Wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann gibt es gleich ein großes Donnerwetter. Und dann haben wir gedacht, oh, ich weiß zwar nicht, was dieses Donnerwetter ist, aber ich höre dann vielleicht lieber doch damit auf. Also das Gesicht sagt alles. Habt ihr sowas auch mal erlebt in eurer Kindheit? Mhm. Das? Schon, ne? Und hier sehen wir die beiden Halbgötter, Manigriva und Nalakuvara, die werden in diesem Lied auch erwähnt. Und sie waren, wir sagen heute, rich, rich kids, sagt man heute, rich kids. Das waren Kinder, die beiden Söhne von Schatzmeister der Halbgötter namens Kuvera. Und Kuvera war also der Schatzmeister von allem Reichtum auf den himmlischen Planeten. Und so können wir uns vorstellen, der war super reich, Kuvera. Und seine Söhne, die waren Rich Kids und wurden also als verwöhnte, reiche Kinder oder Kinder eines reichen Vaters geboren. Und die brauchten nur mit dem Finger zu schnipsen, und dann bekamen sie alles, was sie wollten. Solche Kinder gibt es heute auch, die dann sehr arrogant oft sind und respektlos, weil sie haben nie wirklich hart für ihren Reichtum arbeiten müssen. Sie sehen es alles als selbstverständlich.
Und diese beiden Söhne, sie in ihrer Überheblichkeit übten sie ein Vergehen aus gegen den großen Weisen Narada Muni, der sie dann daraufhin verfluchte, für 100 Jahre Bäume zu werden. Sie mussten in die Körper von Bäumen und dann noch auf der Erde. Und das war für die beiden Rich Kids, Nalakuvara und Manigriva, eine Katastrophe. Sie waren nur dem himmlischen Genuss dort gewöhnt. Und sie baten Narada Muni, ihr Verhalten zu verzeihen und den Fluch doch irgendwie wieder rückgängig zu machen. Aber Narada Muni sagte, nein, meine Flüche, wenn ich sie einmal ausgesprochen habe, dann sind sie wirksam. Aber was ich machen kann, ihr werdet einfach Bäume im Garten von Nanda Maharaja und Mutter Yashoda. Und an einem Punkt, wenn eure Strafzeit abgelaufen ist, wird euch die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, persönlich und dann auch noch in seiner Kleinkind, in seiner niedlichen Kleinkindform, wird er euch dann von dieser Strafe erlösen. Und das ist, was wir hier sehen. Wer weiß, was es mit diesem Mörser auf sich hat? Wer kann das mal erzählen kurz? Warum liegt da dieser schwere Holzmörser? Und man sieht da noch ein Seil. Martina, klär uns mal auf. Hare Krishna. Ja, Krishna hat ja die Buddha oder beziehungsweise Yashoda war sehr wütend auf Krishna, weil er hat den Krug zerbrochen mit der Butter drin, die sie gerade gebuttert hat. Und daraufhin hat sie ihn ja mit dem Stock verfolgt, weil sie ihn wollte zur Strafe an den Mörser binden. Aber sie hat ihn, jedes Mal, wenn sie ihn binden wollte, war der Strick irgendwie 2 Finger breit zu kurz und sie holte dann eben wieder einen neuen Strick. Und wieder, jedes Mal war dieser Strick immer ein Stückchen zu kurz, sodass sie ihn nicht zusammenschnüren konnte. Und irgendwann ist es ihr aber geglückt, aber nur eben ihre Liebe, ne? Sie straft ihn ja praktisch nur aus Liebe. Deswegen hat sich Krishna binden lassen, sodass er dann an diesem Mörser angebunden war und hatte dann aber natürlich schon wieder den nächsten Schabernack im Sinn. Und da Krishna ja sehr stark ist und allmächtig ist, er mit diesem Mörser hat er sich dann davon gemacht, sozusagen am Mörser dran mit dem Seil. Und den Mörser hat er dann hinter sich so hergeschleift und ist dann eben zwischen diese beiden Bäume, jetzt kann ich es auch nicht, naja, die beiden, Manigriva und Nalaku Wara. Vera. Nee. Vara. Genau, das ist die der Stolperstein. Genau. Die standen halt so eng aneinander, dass er ist halt da durchgekrabbelt, aber der Mörser passte eben nicht dadurch. Und dann, da er ja sehr stark ist, allmächtig, hat er einfach mal ordentlich hat's einen Ruck gegeben und dann hat er diese beiden Bäume quasi entwurzelt und dann sind sie wieder Personen geworden. Genau, super. Und wie wir hier sehen, die Rich Kids haben ihre Lektion gelernt und haben die demütigste Haltung angenommen, von der wir sogar lernen können, und haben also dem Damodar Gebete dargebracht, die man auch im 10. Kanto nachlesen kann. Und daraufhin hat der kleine Damodar dann gesagt, ihr könnt wieder zurück zu eurer ursprünglichen Position, als die Söhne des Schatzmeisters Kuvera. Und dann waren sie so Krishna bewusst, dass sie sogar dann danach zurück in die spirituelle Welt gegangen sind. Ja, und hier, das ist etwas davor passiert. Da sieht man eben, dass Krishna oft Unfug gemacht hat. Und Martina, das, was Mutter Yashoda auch noch geärgert hat, er hat die Butter dann einfach auch noch an die Affen verfüttert, die wir hier auch sehen auf diesem Bild, die sich schon freuen.
Und hier sehen wir wieder Mutter Yashoda. Man kann sich gut vorstellen, was sie so gerade sagt. Oder sie sagt noch nichts, sie schleicht, sie ist in so einer leichten Schleichposition. Sie will nämlich Krishna und seinen Bruder Balaram auf frischer Tat ertappen. Hab ich euch ertappt beim Butterstehlen? Ja, falls euch noch was einfällt zu diesem Bild, sagt gerne Bescheid. Sonst schauen wir uns das nächste an. Man sieht halt, dass egal, wo diese Butter auch versteckt wird, ne, dass sie sie halt immer auch finden. Das ist ja, ne, also man sieht ja, dass Krishna hier auf, ich weiß nicht genau, was es jetzt ist, irgendwo noch draufsteht. Ne? Also Ich glaube, es ist ein Mörser. es ist, glaube ich, auch, ja, genau, tatsächlich, ne, dass es einfach, egal, wo die Butter denn versucht wird, in Sicherheit zu bringen, das gelingt halt auch nicht. Genau, und die Einwohner von Vrindavan, das passierte nämlich in mehreren Haushalten. Also der Haushalt von Mutter Yashoda war nicht der einzige, der betroffen war von den transzendentalen Einbrüchen. Die kamen dann zu dem Ergebnis, ja, vielleicht sollten wir Krishna und Balaram die Schmuckstücke abnehmen, die leuchten zu sehr und dann finden sie sich so gut zurecht in diesen Speisekammern. Und dann haben sie denen die Schmuckstücke abgenommen. Aber das half nichts, weil es heißt, dass die Körper von Krishna und Balaram, sie leuchteten aus sich selbst heraus. Und nicht nur das, sie verliehen sogar den Schmuckstücken noch mehr Leuchtkraft. Also es war genau umgekehrt. Das sieht man hier, denke ich, auch ein bisschen, dass die so ein bisschen so eine Aura haben, die leuchten. Okay, gibt es da noch mehr? Das Ja, sind alle drei Bilder. Dankeschön. super. Toll, vielen lieben Dank. Und ja, ich denke, dann haben wir doch mal einen Blick in das schöne Damodar-Lila hineingeworfen. Und was sind noch zum Abschluss, was sind eure Gedanken zum Damodar-Monat? Wie findet ihr den? Gibt es eine besondere Erfahrung, die ihr mal gemacht habt? Also ich war einmal in Vrindavan zu Kartik und das war natürlich, puh, da bauen sie dann dort, wo eigentlich die Tulasi-Pflanze immer steht, bauen sie so ein, ja, man kann sagen, ein Deity auf. Das ist Mutter Yashoda mit Krishna auf dem Schoß. Und jeder bringt dann da seine Ghee-Lampe bei, da. Und währenddessen, das war 2009, ein inbrünstiger Kirtan von niemand anderem als Aindradas. Wow. Und du bringst da deine Ghee-Lampe bei und du hörst, wie Aindradas da mit voller Inbrunst das Radha, das Damodar Ashtaka singt. Puh, da kriegst du aber richtig Gänsehaut. Und wenn Krishna dich dann auch noch so anschaut, während du ihm die Ghee-Lampe darbringst, dann ist es um dich geschehen. Ja. Ich würde sonst was sagen wollen, weil ich muss sagen, das ist jetzt das erste Jahr, also das sind jetzt 2, 3 Jahre, wo ich jetzt so das Krishna-Bewusstsein so mitbekomme. Und der Damodar-Monat ist jetzt das allererste Mal für mich so richtig im Vordergrund gewesen, weil letztes Jahr habe ich es halt sozusagen verpasst einfach. So, ach wie, da war was und okay, erstmal davon erfahren und erstmal dann mit damit beschäftigt ein bisschen und jetzt das Jahr über auch ein bisschen mehr und jetzt auch sowieso im Damodar-Monat selbst auch nochmal so viel. Weil ja jeder auch darüber spricht und das ist einfach so ein tolles Thema, kann nie ausgereizt werden. Also wieder mal Beispiel auch, wie du jetzt eben, haben wir wieder diese Geschichte gehört, haben wir jetzt alle schon öfter gehört, aber die wird immer besser. Also es ist wirklich so, es wird immer besser, ne? Und ich muss sagen, also ich habe das Gefühl auch, dass der Monat, er ist ja dafür da, dass wir uns mehr mit Krishna auch mehr verbinden irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, dass ich schon viel mehr
reingekommen bin jetzt auch durch die, nur durch diesen Monat jetzt. Also Dammutter ist wirklich was Tolles. Also nächstes Jahr wieder nochmal eine Schippe drauflegen. Mal gucken. Sehr gut, sehr schön. Super, dann würde ich sagen, wenn von eurer Seite noch was nichts mehr Wichtiges kommt, haben wir, glaube ich, hier gut auf dem Glockenturm unsere Sendung durchgeführt und können uns dann auf den nächsten Vers freuen. Wer mag den denn noch mal kurz auf Deutsch vorlesen? Saraswati, du Ja, vielleicht? ich habe ihn gerade da. Ja. Die militärische Stärke der Kauravas glich einem Meer mit vielen unbesiegbaren Wesen darin. Und daher war sie unüberwindlich. Durch seine Gnade allein vermochte ich, auf dem Wagen sitzend, dieses Meer zu überqueren. Und nur durch seine Gnade konnte ich die Kühe zurückgewinnen und vielen Königen mit Gewalt die Helme nehmen, welche Juwelen zierten, die Quellen allen Glanzes waren. Wow. Also damals waren die Krieger wesentlich nobler. Da wurde nicht der Skalp vom Haar geschnitten, vom Kopf, sondern es wurden die Helme genommen. Also ich finde das ein bisschen angenehmer. Prima. Dann würde ich sagen, zum Schluss können wir noch mal den Hare Krishna Mahamantra chanten. Ich habe immer noch meine Ukulele um. Das Tolle an der Ukulele ist, sie ist so leicht, man merkt sie gar nicht. Wenn das jetzt ein E-Bass wäre, ich wäre hier schon zusammengebrochen. Okay, deshalb schaltet gerne eure Mikrofone alle einmal ein. Auch die YouTube-Zuschauer, schaltet auch euer Mikrofon ein. Krishna wird euch hören. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und übrigens habe ich gestern eine E-Mail bekommen, der Zoom, wie nennt man das? Das Zoom-Jahresabo läuft in wenigen Tagen aus. Falls jemand das tägliche Bhagavatam unterstützen möchte, in der Videobeschreibung findet ihr da alle wichtigen Daten. Hare Krishna. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Okay. Achtung, es geht los. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, vielen Dank. Hare Krishna, Happy Dhammadhar. Jai, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Mama.